Wir verlassen unser Lager und ziehen los zu Reverend Swanson, der im Süden noch eine neue Mission für uns bereithält. Er hat irgendwas an einem See gefunden. Und wir sollen uns da mal genauer anschauen. Irgendwas Interessantes. Ich weiß selber noch gar nicht genau, was es damit auf sich hat. Schulden haben wir eingetrieben. Wir haben schon viel erlebt. Banden Ding festgemacht. Noch nicht so ganz. Die O'Driscoll. Oh. Was ist denn hier los? Oh, I got bit. Oh God. Oh, I need medicine or a siphon. Here, drink this. Oh, medicine. Oh, thank you. Kann der froh sein? Ja, das ist Schlangenöl, ne? Oh, you saved my life. I owe you. Got that right. I do. Now I gotta get out of here. Why save me then? Oh God. Ja, ich würde gerne die Kohle wieder haben, ne? Also ein bisschen Kohle, irgendeine Belohnung ist nicht drin oder was? Habe ich dem das jetzt einfach umsonst? Gibt ihr mir nicht mal $5? Verpiss dich, Mann. Na gut. So viel zu dem Cowboy-Leben hier. Hallo. Weil ich so netter bin, schreibt die Rossi. Verdammt. So, und hier sind wir auch schon bei der Mission, wo wir hinwollen. Na Leute, alles gut bei euch? Wir binden mal unser Pferd regulär hier an. Kannst auch was trinken, die gute Rossi. Oh, Premium-Zigaretten. Guten Abend. Morgan, I took your advice, sir. I took your advice. Der Reverend. And your God has finally deserted you. What you talking about? I took your advice, sir. I have removed myself from Morpheus's embrace. No more shall I sink, sir. I am free. I am free. You don't seem free, friend. You seem drunk. Sit down, Reverend. We ain't finished. You ain't finished. Look at him, he's finished. None of us forced liquor down his throat. Friend, I just want him to play. Now, firstly, we ain't friends. Don't make no mistake on that subject. Now, secondly, he can't hardly see, let alone reason. Now, reasoning ain't never been one of my strong points neither, but seeing I do just fine. You want to step outside or deal with business here? I just want him to finish the game. Why can't we all just get along? These are good men, Arthur. They're children of God. They're children of God. How's about you playing his place, huh? That seems fair. Fair? Sure. You want a game? Sure. I'll play a few hands. Well, sit yourself down then. Kleine Runde Poker. I'm Luther. This is Marvin. Okay. Fortunate for you both, we're being gentlemen about this. Same goes for you. So, how you two know each other anyway? Don't seem like the likeliest of friends, if you don't mind me saying. We go a long way back. And now you're his chaperone? I guess it's something like that. Can we play? Okay, jetzt können wir uns ja anschauen. Gehen wir mit, ne? Würde ich sagen. Also eine Dame und Königin erzählen ist natürlich jetzt nicht der Shit. He committed about 5 cardinal sins just in that chair you're sitting in. I think he used to be. He's drifted a little in recent years. Life is a challenge to all of us. Zwei Damen, immerhin. Can you imagine him at the pulpit? If he could stand up.
On the fourth day, he turned water into whiskey, and I don't remember much after that. Ich setze einfach mal, ich höre einfach mal ganz dreist, so bluffmäßig, mal gucken, was funktioniert. He's a decent fella going through a bad time. Disrespect him again, and you'll find yourself in a bad time too. All right, just trying to have a little fun here. It is a game after all, mister. Macht unser Blatt nicht unbedingt besser. Na komm, wir hören trotzdem weiter, auch wenn wir machen mal weiter, bis einer ausspringt. Here. Somebody put on his big boy pants. $1.12 Pot, der können wir ruhig mitnehmen. Ah, die kommen mit, die kommen mit. Zehn, das ist natürlich schon mal nicht schlecht. Da würde ich sagen. Warte mal, Gemeinschaftskarten, was kann ich denn jetzt hier mit R2? Kann ich die genauer angucken nochmal? Also wir haben eine 10 und eine Dame. In your own time. Ja, wir müssen halt jetzt Pärchen kriegen, das ist ganz gut. Ich bin auch kein Poker-Experte, Leute. Das ist wenigstens zwei Paare. Fine. Boah, das ist ja richtig, das sind $3 im Pott, ey. This ain't what you call finishing strong. Not looking good. Yeah, man. For Christ's sakes. Yes, come on. Das ist aber ein Grinsen. Are you kidding me? Okay, machen wir noch eine Runde Poker, oder? Was haben wir? Ein Pärchen direkt. Zwei Fünferpärchen ist jetzt nicht so schlecht. Man kann halt Straße, Pärchen, was weiß ich was alles haben. Um das mal vereinfacht zu erklären, für die, die null Ahnung vom Poker haben. Und ich würde sagen, wir erhöhen den Betrag direkt mal. Wir raisen den. Direkt mal auf 30. Hier. Wir spielen heute härter, Leute. Oh. I check. Er ist raus. Er schiebt. So, gut, mal weiter. I know. It ain't too exciting. Oh, come on. This ain't kid poker. Damn it. Er ist komplett raus. Da bin ich jetzt mal gespannt. Ein Bubi. Ja, wir haben ein schlechtes Paar eigentlich, ne? Also jetzt, ich kann jetzt mal gucken, ob der... Wenn wir jetzt so einen Dollar raushauen, einfach mal. Let's have a little fun, shall we? Bullshit. Oh, er zieht mit. Er hat wahrscheinlich das bessere Blatt. Eine 7. Bringt das überhaupt nichts. Komm, wir hauen nochmal was raus. Auch wenn ich das jetzt alles verliere. That's all I got. Call. Okay. Here you go. Wow, ein Fünferpärchen. Ein paar Asse. Er hat auf jeden Fall gewonnen. Ich habe halt gehofft, er steigt aus, weil ich sage, ey, ich habe einen Dollar drauf und er steigt dann aus. Aber das Bluffen wollte ich mal testen, ob das auch funktioniert, wisst ihr? Ob ich so tun könnte, als hätte ich gut Blatt. Ich weiß ja nicht, wie weit ich da steigen muss. Ich denke mal, das würden die auch in dieses Spiel integriert haben. Aber der Marvin hat ja jetzt auch voll viel Cash in der Tasche. Let's see what each of us is made of. On the inside of me. Okay, Bube ohne 4. Ah, well. Weak. Yeah, I know. Pretty pathetic. Oh, jetzt steigen wir mal langsam durch. Lass mal die Gemeinschaftskarten testen. Zwei Vieren? Here. Das ist doch ganz gut. Da haben wir schon mal eine Dreier. Das ist eigentlich sogar richtig gut. Ne? Ein Dreier? How about that? Call.
Okay, then. I think... No way, you're bluffing. All right, what do we got? So, here. Christ, not looking good, huh? Wir sind wieder im Game. Impressive. Mhm. Come to me. Rein mit der Tasche hier. Sollen wir noch ein bisschen Poker oder machen wir was anderes jetzt hier? Ich glaube, es ist aber ziemlich geil, dass sie es integriert haben. Noch ein Spielchen? You're real unlucky, ain't you? Ja, so viel Kohle gibt das jetzt nicht, ne? The people we've met at this table, huh, Marvin? Wir haben ja jetzt hier den... All in. All in? Ja, er hat nicht mehr viel. Müssen wir erstmal gucken, was haben wir denn da? U-Bunden. Eine 5. So, here we are again. Big pile of nothing. All right for some. Cool. You got kidding me. Don't mind if I do. Was? You got him. Bullshit. Nice. Was hatte der für ein Glück, Alter? Das kann doch nur gefakte Karten sein, ey. Der hat doch gerade gefuscht, ey. Der hat doch gerade gefudelt. You lucky son of a bitch. Der hatte so ein Glück, ey. Das kann ja wohl nicht wahr sein, dass die Gemeinschaftskarten, die aufgedeckt wurden, so zugunsten von ihm waren. Okay, Leute, nächste Runde. Knall sie ab. Ja, genau. Die Pisser. boah, geil, das ist ein gutes Blatt. Ein Ass und ein Bube ist schon mal nicht schlecht. Komm, dann ziehen wir direkt mal hier 12. Give me. All I can afford. Gonna start small here. Ah, das sei aber gerade echt, dass die Gemeinschaftskarten so gut waren. I just a little wager. Here. I'll see you. Ja, der hat ja auch keine Kohle mehr, der neben uns. I'm going all in. Okay, 8, 9. Boah, eine 10 wäre auch gut, ne? Da hätten wir, glaube ich, eine Straße, wenn ich mich nicht irre. I'll see you. Let's see then. Man, I got lucky. Na, da haben wir echt Glück gehabt. Sneaked in at the end there. No way. Was? Damn. Das kann doch nicht sein. Die rippen mich hier ab. Das ist doch immer die Gemeinschaftskarten. Kann doch nicht sein. Die sind doch nicht gut gemischt. Not again. Glad I ain't in your seat. Ja, die haben so ein Glück, ey. Betrug, oder? Die cheaten doch. Ja, wir haben ja noch voll viel Geld. Das war ja nur unser Spielgeld. Deswegen ist es egal, wenn wir hier verlieren würden, ne? Ja, 5 und eine 10 ist ja gar nichts, aber wir... I'm a play slow. Oh, come on. This ain't kid poker. Huh. NPCs betrügen immer. Ich mache jetzt einfach mit. Das ist jetzt alles, was ich habe. Komm. Hoffen wir auf die Gemeinschaftskarten. Vielleicht haben wir auch mal so viel Glück. Have a look. Sneak that one. Okay, cool. Aber was für ein Pech. Ah, no. It all counts. Ich habe von der Chance her, hat er auf jeden Fall die Höhe gehabt. This is getting too rich for me. Sit down. Oh, I'm done, friend. It's been a real education. Come on, Rip. Where is he? Where'd he go? Who? The Reverend. Where it? Excuse me, gentlemen. Reverend! Reverend Swanson! Where'd you go?
Wo ist er? Der Reverend. Nachdem wir im Poker schon verloren haben, Reverend, können Sie das jetzt nicht abziehen, der Besoffene. Swanson! Seht ihr irgendwen? Reverend! Da, da ist er wieder. Reverend! Mr. Morgan! Hey, hand here, please! Calm down! What the hell did you just say to me? Get your hands off him! You'll keep! Uh-oh. You stay out of it! Get your hands off him now, you son of a bitch! What the hell is your problem? He's with me. Ouch! Was ist das denn? Aua, der ist ganz schön stark, der Bursche. Aber jetzt, jetzt gibt's auf die Nase hier. Ouch! You pair of damn fools! You bastard! Next time! Oh my god! Killed him! I'm gonna get the law on you! Was? Will er mich verarschen? Ich hab dir nur eine Backpfeife zu viel verpasst. You're a fine man! Hey you! Get back! Damn it, Reverend! Schnell hinterher. Ich habe kein Problem, okay, Probleme zu kriegen in der Ortschaft. Ich will ja noch Poker spielen gehen. I said stop, damn it. Okay, okay. Tell anyone what you saw back there. You're a dead man. You understand me? Yep. I won't tell a soul. I promise. Soll ich den auf die Fresse hauen? This never happened. Okay. Und denn jetzt bist du nicht wütend, komm. Okay, das haben wir hingekriegt. Reverend, get off the damn tracks! Oh nein, der ist da oben, der Reverend. Ey, der macht mich noch fertig. Was für eine geile Mission. Den Besoffenen im Zaum halten. Das fand ich auch bei Kingdom Come Deliverance so geil. Da gab es so viele coole Missionen. Könnt ihr auch auf meinem YouTube-Channel sehen. What have you done with your foot? It appears to like this place. It wants to stay. Scheiße, der Zug! Get your foot out of here! Twist your leg, you drunken bastard! Help! Help me or we're both dead! Okay, da war ich wohl ein bisschen langsam. Okay, Kontrollpunkt neu starten. Ich wusste gar nicht, dass der was machen konnte. Ich dachte, das wäre einfach nur eine Zwischensequenz. What have you done with your foot? It appears to like this place and wants to stay. Get your foot out of here! Twist your leg, you drunken bastard! So. Get it! Come on! Thank you, sir. Oh, no, you don't. What the hell is wrong with you? What the hell is wrong with you? Throwing me off a bridge like there that? There was a goddamn train, you crazy bastard. Have I been bad again, Mr. Morgan? I'm sorry. I wish I was different. Let's get you home. Home? Yeah, that's a wonderful idea. I could have tea with Margaret. Margaret? Who's Margaret? But...
Ah ja, so klar. Na komm, Reverend. Und rauf mit dir. Oh, Vorsicht, Rossi. Was machst du denn da? Okidoki, let's go. Ja, wir schütteln ihn hinten mal ein bisschen durch, ne? Der Turbonetz ist so besoffen nur am Wochenende. Vielleicht ist ja Wochenende gerade hier im Spiel. Während wir hier livestreamen, ist ja gerade ein Wochenendtag. Insofern, schönes Wochenende. Turbonetz. Mal schön aufpassen. Der ist so hacke gewesen, hat nur Probleme gemacht. Das Pokerspielen, da bin ich mir nicht sicher. Ich habe auch schlecht gespielt, okay, ja, ich habe einfach mal ausprobiert, aber ich hätte das theoretisch schon an mich reißen können. Ich glaube ja immer noch die Cheaten. So. Reverend, komm mal mit. Oh, das Pferd ist falsch rum an den Pfosten angebunden. Tut mir leid. Moin, moin. Kieran, du alter Schlingel. Der zur O'Driscoll-Bande gehört eigentlich. Und der zu uns übergelaufen ist, sozusagen. Der Philipp meint, die cheaten immer. Alle stimmen mir zu. Ja, der hängt. Ihm geht's nicht so gut. Molly. Hi there. Ja, der gute Reverend. Hat Poker gespielt und gesoffen. Muss erstmal ausschlafen. Dann kann er Tee trinken mit wem auch immer der Tee trinken wollte. You better sleep your way to salvation, my friend. Oh, what happened? Just the usual. Poor bastard. Exactly. Well, thank you, Mr. Morgan. I'll keep an eye on him. He was lucky this time. Real lucky. Wer nicht ohne Sünde ist, haben wir abgeschlossen. So. Mal ganz kurz darüber schauen will ich. Hi, Arthur. Okay, das können wir jetzt alles einfach nehmen. Das steht jetzt alles zur Verfügung, weil wir es ausgebaut haben. Ist ja echt cool. Was war das nochmal? You okay, Abigail? Settling in. Good. Abigail. Ah, die eine da vorne kenne ich auch, die Blonde. What a delightful surprise. Hello, Karen. Hello, Miss Grimshaw. How is your meal? Komm, wir können mal was essen gerade. Das ist auch immer wichtig. Ja, komm, eine Schüssel Eintopf. Gönnen wir uns noch. Und rein damit. Ah, das ist so gut. Hat er auch seit Tagen nicht gepennt, ne? Richtig. Was kriegen wir für tolle Zettel? Army of the United States? Oh. Marion Williamson aus dem Militärdienst der Vereinigten Staaten wegen versuchten Mordes und Ungehorsam bescheinigt. Okay. Die unehrenhafte Entlassung. Ist das... eine interessante Information, die hier rumliegen. Aber das war nur der Brief. Oder ist noch ein anderer? Ne, ja, ist noch ein anderer. Ne, den will ich nicht. Den will ich nicht. Den will ich nicht. Wenn dann den hier. Ah, da gibt's nichts zu lesen, scheinbar. Ist nur ein Stück Papier. Zettelchen. Hey, Jungs, alles gut bei euch? Hallo. Ja, Schulden haben wir eingetrieben. Dem Lager geht's ganz gut. So, und hier können wir jetzt mal einen Blick auf die Karte werfen.
Verändert sich das Lager, wenn man es verbessert? Ja, ja, durchaus. Durchaus. So, jetzt haben wir eine Mission bei D. Und hier sind die weiteren Missionen, die jetzt aufgetaucht sind. Bei Javier. Okay. Was ist hier noch? Der Stall. Okay, da ist noch ein Stall. Interessant. Und José. Oh. Hilfe bei einer neuen Geschäftsidee bei der Emerald Ranch. Das sieht nach einer guten Geschäftsidee aus. Und ich würde sagen, als nächste Mission, nachdem wir jetzt hier das mit dem Reverend und dem Poker erledigt haben, geht es mit Dutch Vanderland weiter.